So, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung und zwar einem Gespräch von Hans-Jürgen Urban in der Mitte, Klaus Dörre links von mir und Barbara Plaha ganz links außen, wie sie eben selber gesagt hat. Und wir werden heute Abend die drei Gäste hoffentlich miteinander ins Gespräch bringen und zwar unter dem Titel Mosaiklinke, demokratische Klassenpolitik, Agenda für dich und mich, Reform oder Transformation des Kapitalismus. Ich bin Fabienne Dessieux und werde Sie heute durch den Abend führen. Ich selber arbeite am Institut für Soziologie an der Uni Wien in einem FEF-Projekt zu Normen der Mutterschaft in Österreich und bin Vorstandsmitglied der International Karl Polanyi Society und eben in dieser Funktion freue ich mich auch, Sie heute durch den Abend führen zu können. Die heutige Veranstaltung ist Teil der Reihe Gegenbewegung. Diese Veranstaltungsreihe läuft seit letzter Woche und bis zum 15. Dezember werden hier quasi wöchentlich Vorträge stattfinden, die inspiriert von Karl Polanyis Konzept der Gegenbewegungen sind. Diese Vortragsreihe läuft hybrid. Das heißt, Sie können auch nachschauen, was Sie schon verpasst haben. Letzte Woche waren drei Vorträge von Robert Kattner. Und zwar können Sie das nachvollziehen, auch was noch kommen wird, ob Sie quasi dann auch vor Ort sein möchten oder uns im Internet verfolgen möchten, über die Homepage der Volkshochschule Wien. Wenn Sie das googeln, finden Sie das ganz einfach. Einfach Gegenbewegung VHS Wien eingeben und dann finden Sie schon die extra für diese Veranstaltungsreihe kreierte Homepage. Die Veranstaltungsreihe selber wird veranstaltet von der Wirtschaftsuni Wien, der Technischen Uni Wien, der International Karl Polanyi Society, der Johannes Kepler Universität Linz, dem GfK, also der Gesellschaft für Kulturpolitik Linz, dem Institut für angewandte Entwicklungspolitik Linz, der Volkshochschule Linz, ebenso die eben schon genannte die Wiener Volkshochschulen und findet in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien und der Arbeiterkammer Oberösterreich statt. So viel zu der Reihe. Jetzt möchte ich Ihnen dann, nachdem ich die Reihe vorgestellt habe und auch ein bisschen was zu den Beteiligten gesagt habe, nochmal mehr als nur die Namen von denjenigen, die hier neben mir sitzen, ja, erzählen. Und damit fange ich alphabetisch an, ganz links außen. Das hat mir gut gefallen. Mit Barbara Plaha. Sie ist Autorin, Gründerin des Moment-Kongresses und des Thinktanks Momentum-Institut sowie Herausgeberin des dazugehörigen Moment-Magazins. Sie leitet das Moment-Institut ebenso wie den Momentum-Kongress. Sie ist Universitätsrätin an der Universität in Salzburg und lehrt auch am Politikwissenschaftlichen Institut an der Universität Wien. Das Momentum-Institut ist quasi das Think Tank der vielen, auch von der Selbstbeschreibung her. Und das Momentum-Institut selber sagt, dass es quasi ihr Ziel ist, neue Tendenzen in progressive Perspektiven einzubetten. Und das ist ja genau auch ein Ziel für heute Abend. Und auch genau deswegen ist Barbara Plaha selbstverständlich auch sehr gut geeignet, um heute mit uns über diese Themen der Zukunftsperspektiven und auch der Krise zu diskutieren und uns hoffentlich hier auch einen guten Zukunftsausblick mit Möglichkeiten vielleicht sogar zu geben, um ein bisschen Druck aufzubauen. Der Think Tank selber und auch das Medium, das Moment-Magazin, ist unabhängig von Parteien und Konzernen. Und es geht darum, quasi sich mit den sozialen und wirtschaftlichen Interessen der vielen auseinanderzusetzen und das auch als Maßstab anzusetzen. Und das jetzt nicht nur, so wie man das ja auch oft von der Wissenschaft gewöhnt ist, in der Form, dass man das ein bisschen theoretisiert und so weiter und so fort, sondern tatsächlich auch in Form von ganz konkreten und konstruktiven Vorschlägen, wo hier auch seitens sowohl des Thinktanks als auch des Moment-Magazins immer wieder interveniert wird, und zwar für eine nachhaltige und eine gerechtere Gesellschaft. Genau. Viele von uns werden Barbara Plaha vielleicht auch von YouTube, Instagram oder Ähnlichem kennen. Ich selber schätze das Format sehr, nämlich das Format Moment mal, wo sie sehr, sehr regelmäßig verschiedenste Reformen und Geschehnisse in der Politik eben mit genau dieser Perspektive, die ich hier eben genannt habe, nämlich mit konkreten Lösungsvorschlägen, mit einer konkreten Analyse kommentiert. Wie man sich denken kann, wenn ich sage YouTube, es geht um ein Videoformat. Genau, und hier kann man dem Moment-Magazin einfach auf verschiedensten
sozialen Medien folgen und kriegt eigentlich immer eine Analyse zum aktuellen politischen Geschehen, würde ich sagen. Also es sei Ihnen auch allen ans Herz gelegt, wenn Sie sich ein bisschen mit den Entwicklungen in Österreich auseinandersetzen wollen. Wen das Moment-Magazin, aber halt eben auch das Moment, der Momentum-Kongress und das Institut weiter interessieren. Wir haben draußen auch, neben dem, dass Sie es im Internet verfolgen können, für die Anwesenden hier noch ein bisschen Informationsmaterial auf unserem Büchertisch liegen. So viel zu Barbara Plaha. Dann alphabetisch weiter, mache ich mit dem Klaus. Er sitzt fast rechts außen. Ich bin heute ganz rechts außen, auch eine neue Position. Klaus Dörre ist seit 2005 Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er ist seit 2018 gemeinsam mit Brigitte Aulenbacher Herausgeber des Global Dialogues und seit 2017 Herausgeber des Berliner Journals für Soziologie. Seine Arbeitsgebiete sind Kapitalismustheorie, Finanzmarktkapitalismus, flexible und prekäre Beschäftigung, Partizipation in Unternehmen, Arbeitsbeziehung und Strategic Unionism, Digitalisierung und Rechtspopulismus. Klaus Dörre hat viele Publikationen. Ich habe mich jetzt hier auf wenige, nämlich drei an der Zahl, beschränkt, weil ansonsten würde uns das wahrscheinlich auch sehr viel Zeit kosten, wenn ich hier in Gänze einen Überblick geben würde. Und hier will ich quasi als erstes auf ein ganz neues Buch, was im Rahmen der Pandemie entstanden ist, hinweisen, was auch draußen auf unserem Büchertisch erhältlich ist, und zwar Die Utopie des Sozialismus, Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Hier ist die erste Auflage schon quasi vergriffen. Das heißt, Sie können schon mal fleißig vorbestellen, wenn Sie hierzu etwas lesen wollen. Und auch das thematisch natürlich sicherlich sehr, sehr passend für unseren heutigen Abend, wo wir uns ja auch mit Auswegen und Perspektiven auseinandersetzen wollen. Außerdem hat Klaus den Text Umkämpfte Globalisierung und soziale Klassen, 20 Thesen für eine demokratische Klassenpolitik, formuliert. Das ist ebenfalls 2021 erschienen, und zwar in einem Band, der herausgegeben worden ist von Mario Candeias, zu Klassentheorie vom Making und Remaking, was beim Argument erschienen ist. Ein dritter Titel von Klaus Dörre, Demokratie oder Kapitalismus zur widersprüchlichen Vergesellschaftung von Politik, ist im Band von Dario Azzolini herausgegeben erschienen, der heißt Mehr Arbeitskampf, Workers weltweit gegen Autoritarismus, Faschismus und Diktatur. Klaus Dörre beschäftigt sich, wie gesagt, auch vielfach mit aktuellen politischen Geschehnissen, mit brennenden Krisen und auch den Resultaten daraus. Alle drei, die hier neben mir sitzen, zu Hans-Jürgen Urban, der in der Mitte sitzt, werde ich gleich auch noch was sagen, bewegen sich aus meiner Perspektive so ein bisschen an der Schnittstelle auch von Wissenschaft und Politik. Und das wird, glaube ich, auch unsere heutige Runde sehr interessant machen, aber mit einer verschiedenen Akzent- und Schwerpunktsetzung. Auch mehr Schwerpunkt teilweise in Richtung Wissenschaft und Universität, teilweise mehr mit tatsächlich auch starker politischer Intervention. Genau. Ein weiteres Buch von Klaus Dörre, Zur Warteschlange, ist draußen auf unserem Büchertisch ebenfalls erhältlich. Gut, in der Mitte sitzt Hans-Jürgen Urban. Er ist seit 2007 und erneut bestätigt auch nochmal 2019 geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei der IG Metall in Deutschland. Er war permanent Fellow am Kolleg der Deutschen Forschungsgesellschaft, also dem DFG Postwachstumsgesellschaftenkolleg, was ebenfalls an der Friedrich-Schiller-Universität angesiedelt war, in Jena, wo Klaus Dörre Gründungsmitglied und auch sehr lange Sprecher war. Hans-Jürgen Urban arbeitet im Bereich Gewerkschaft, gute Arbeit, gute Bildung, Politik und Sozialpolitik. Kürzlich ist zu seinem Ehren ein Band erschienen, der eigentlich heute auch auf dem Büchertisch liegen sollte, aber leider Gottes war er nicht lieferbar, laut dem Verlag. Aber ich mache trotzdem Werbung, weil Sie können ihn für einen Gratisversand quasi vorne am Büchertisch bestellen. Und zwar geht es hier um eine Ehrung auch seines Beitrags zur Debatte rund um die Mosaiklinke, und der Band heißt Mosaiklinke Zukunftspfade und wurde herausgegeben von Brigitte Aulenbacher, Frank Deppe, Klaus Dörre, Christoph Ehlscheid und Klaus Pixhaus, wenn ich es richtig lesen kann. Ja, danke. Meine eigene Handschrift macht mir hier, stellt mir noch ein Bein. Hans-Jürgen Urban ist Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik,
was auch immer wieder, die auch immer wieder sehr wichtige und spannende Interventionen im Bereich der aktuellen politischen Lagen international bietet. Texte, aktuelle Publikationen, auch hier wäre die Liste wieder sehr lang, auch hier habe ich mich beschränkt, wäre einerseits ein Beitrag von ihm in dem Buch Karl Marx, Ratgeber für die Gewerkschaften, 5 Antworten. Eine Antwort hat Hans-Jürgen Urban formuliert, neben ihm Nicole Meyer-Ahuja, Heinz Bierbaum, wieder Frank Deppe und Klaus Dörre. Das ist 2019 im VSA Verlag erschienen. Eine weitere Publikation, Gute Arbeit in Transformation, eingreifende Politik im digitalen Kapitalismus, ebenfalls im VSA Verlag erschienen. Genau, das wären quasi 3 Publikationen zu Ehren und mit und von Hans-Jürgen Urban. Auch er ist selbstverständlich auch eigentlich qua Profession immer auch im Bereich von guter Arbeit, gute Gesellschaft und vieler Fragen, die uns herumtreiben, unterwegs, setzt sich mit diesen wissenschaftlich und auch auf einer praktischen Ebene auseinander, weswegen ich mich auch sehr freue, dass wir heute quasi dieses Podium für uns in Linz und auch für diejenigen, die online dabei sind, gewinnen konnten, um quasi über Reform oder Transformation des Kapitalismus zu sprechen. Wenn wir uns mit der Transformation und der Reform des Kapitalismus auseinandersetzen wollen, ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, dass wir uns erstmal auseinandersetzen damit, was eigentlich das Problem ist. Wir alle haben im Zuge der Corona-Krise noch einmal verschärft vor Augen geführt bekommen, wo es teilweise hakt, aktuelle politische Debatten, Wahlen in Deutschland, Rücktritte in Österreich, politische Auseinandersetzungen, heiße Debatten darüber quasi, wie es um Demokratie in der Gesellschaft steht, wie es mit der Krise, mit Arbeitslosigkeit ist. Es gibt eine starke Kritik am Wirtschaftsliberalismus und hier würde ich eben auch gerne den Ausgangspunkt nehmen und mich einfach mal damit auseinandersetzen, wo es eigentlich hakt im Kapitalismus und was die aktuelle Krise auch ausmacht quasi für euch, bevor wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die Probleme vielleicht lösen können. Ja, also dann fange ich mal an mit der Krise des Kapitalismus. Erstmal bedanke ich mich natürlich für die Möglichkeit, hier heute an dieser Diskussion teilzunehmen. Und wenn ich jetzt gezwungen bin, in wirklich telegrammartiger Kürze meine Krisendiagnose darzulegen, würde ich mich auf 3 Punkte konzentrieren. Punkt 1, Ausgangspunkt der Überlegungen und der Kriseneinschätzung muss sein, dass es sich bei dieser Krise um eine wirklich Kapitalismuskrise, und zwar nicht um eine kleine, sondern um eine große Kapitalismuskrise handelt. Wir kennen diese Unterscheidungen noch aus der Diskussion um die Regulationstheorie. Die kleinen Krisen sind die, die relativ schnell über Konjunkturpolitik die ein oder andere Investition in den Griff zu kriegen sind. Die großen erfordern weit mehr Veränderungen und die, die wir gegenwärtig haben, ist eine große unter den großen, weil sie alle Ebenen des Kapitalismus, der Ökonomie, der Gesellschaft, der Politik und der Kultur umfasst. Zweitens, das Entwicklungsmodell, in das sich der Kapitalismus hineinmanövriert hat, funktioniert nicht mehr. Es ist nicht in der Lage, soziale und ökologische Nachhaltigkeit auf einem Wohlstandsniveau hervorzubringen, das von der Produktivkraftseite her möglich wäre, sondern alles, was wir gegenwärtig an Krisenpolitiken erleben, verschlimmert die Situation. Das neoliberale Verteilungsregime führt dazu, dass auch Produktivitätsfortschritte, wo sie noch vorhanden sind, die Gesellschaft nicht gleicher, sondern polarisierter machen. Und die stofflich verzehrende Art der Produktion führt dazu, dass jedes Prozent Wachstum weiter in die ökologische Krise hineinführt. Das Ding funktioniert nicht so, wie es jetzt angesagt ist. Es gibt viele Krisendiagnosen. Klaus Dörre hat es in der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise zusammengefasst. Es gibt andere, die einfach sagen, es ist ein Modell der Strukturdefizite des Entwicklungsmodells. Unterschiedliche Begriffe für das Phänomen. Und letzter Punkt, wahrscheinlich auch eine historisch spezifische Konstellation. Diese Krise des Kapitalismus ist eine Krise ohne Linke. Ohne Linke bedeutet, ohne eine wirklich kapitalismuskritische oder gar Kapitalismus transformierende Kraft,
die nicht nur bereit und willens wäre, sondern die auch ansatzweise in der Lage wäre. Die Antworten in den entwickelten kapitalistischen Ländern, man müsste sie sich natürlich genauer anschauen, ich pauschaliere jetzt etwas, die Antworten gibt nicht die Linke, sondern die Antworten gibt ein mehr oder weniger renovierter Wirtschaftsliberalismus, der zwischen einem relativ pragmatischen Notpragmatismus auf der einen Seite und einem neuen Anlauf für eine kapitalistische grüne Modernisierung hin und her schwankt. Und wir können davon ausgehen, dass diese Politik die Krise nicht lösen wird und dass deswegen die Phänomene 1 und 2, die ich genannt habe, wahrscheinlich sich zuspitzen werden. Das heißt, wir sind in einer Situation, in der wir eine eklatante Gegensatz haben zwischen der Dimension der notwendigen, unvermeidbaren Veränderung, soll das Ganze nicht wirklich in einer Katastrophe ändern, und der historisch fast einmaligen Schwäche derjenigen, die bereit wären, diese Veränderung durchzuführen. Ich glaube, das sind Aspekte der Krise, in der wir uns befinden. Da kann ich vielleicht gleich anschließen, denn alles, was du sagst, kann ich mal grundsätzlich unterschreiben. Das ist dann immer ganz praktisch. Besonders kontrovers wird es heute hier vielleicht am Podium auch nicht. Vielleicht anschließend an das, was du zuletzt gesagt hast. Das ist eine historische Krise, ohne dass die Linke auch nur irgendeine Rolle spielt. Diese Analyse ist zumindest für die Staaten, die ich jetzt im Kopf habe, auf jeden Fall richtig. Und daran anschließend vielleicht auch, das ist tatsächlich auch sozusagen in meiner Lebensspanne eine neue Entwicklung. Ganz kleinen Beispielen merkt man das ja, wenn wir etwa an die Finanzkrise denken, die historisch auch groß war, nicht ganz so groß wie die jetzige Krise, dann war trotzdem klar, dass die Linke in irgendeiner Weise dem Kapital was abgerungen hat im Austausch gegen, wir retten euch die Banken, wir retten euch die Versicherungen, wir retten euch die Börsen. Im kleinen Umfang etc., aber die Bankenabgabe, die wir in Österreich hatten, war zumindest einen Teilbereich der Kosten wieder aufgefangen, den die vielen da quasi hineingelegt haben. Das Ausmaß der Corona-Krise hat uns auch gezeigt, dass sich die Kräfteverhältnisse da ganz neu aufgespannt haben. Was ich besonders interessant fand, dass es in keinster Weise eine Debatte darüber gab, ob und wie man das Kapital an den Kosten dieser Krise beteiligen kann. Es fand einfach nicht statt, wurde nicht mal formuliert von politischen Kräften in Österreich, zumindest nicht hörbar formuliert. Also da ist wirklich was ins Rutschen gekommen und ist ja tatsächlich nur ein Jahrzehnt her, um das mal so zusammenzufassen. Zweiter Punkt, den du schon angedeutet hast, den kann man, glaube ich, gar nicht groß genug machen, ist die ökologische Krise, in die wir schlittern, wo auch klar ist, dass der Kapitalismus darauf nicht nur keine Antwort hat, sondern sie aktiv täglich auch noch weiter verschlimmert und daran ja auch aktiv mit all seinen Kräften arbeitet. Das ist etwas, das wir in unserer täglichen Auseinandersetzung mit sozusagen wirtschaftsliberalen Denkfabriken ganz stark merken, wo dann sozusagen die Bilder gezeichnet werden, wir müssen nur genug in innovative Technologien investieren und dann lösen wir euch diese Klimakrise schon irgendwie. Wo klar ist, dass das natürlich in keinster Weise einerseits eine reale Grundlage hat und auf der anderen Seite uns ja dafür auch tatsächlich die Zeit fehlt. Und wenn wir das auf nochmal eine globale Ebene ziehen, dann ist auch klar, jene, die die Klimakrise verursachen, die ursächlich an der Wurzel dieser Krise stehen, sind die, die es am letzten spüren. Stichwort globaler Süden, globaler Norden. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt, der jetzt noch nicht gefallen ist und wo wir ein bisschen immer dazu neigen, den ein bisschen zu vergessen. Ich würde ja auch nochmal die Krise der Arbeit mit hineinbringen. Also wie sehr wir in einer prekarisierten Welt leben, wo wir eigentlich sagen müssen, naja, prekär ist ja eigentlich das neue Normal. Also wenn man sich anschaut, wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute arbeiten, dann arbeiten sie befristet, sie arbeiten in Schichten, sie arbeiten nicht Vollzeit, sie arbeiten sehr spät, etc., etc., das mal zu sagen. Und mit Krise der Arbeit meine ich auch, dass wir da, wo wir Arbeit dringend zu verteilen hätten, sie nicht so verteilen, dass Menschen diese Jobs tatsächlich lang genug machen können. Etwa wenn wir an die Pflege denken. Auch da noch eine Bemerkung auch zur Frage von, wie das medial dargestellt wird. Wir sprechen sonst immer vom Arbeitskräftemangel. Im Pflegebereich ist es immer der Pflegenotstand. Auch da wäre es ja eigentlich ein Mangel an Menschen, die diesen Beruf über eine gewisse Zeit lang aushalten können. Also letzter Aspekt noch. Die Frage der bezahlten und unbezahlten Arbeit ist nach wie vor auch hier ein brennendes Problem und auch das sehen wir ja in den Daten, da kommen wir keinen Schritt weiter, wirklich gar keinen. Um das noch als letzten Punkt, der Status quo quasi zu analysieren. Das machen gegebenenfalls auch die anderen. Hans-Jürgen Obern hat sich zu Wort gemeldet direkt. Ja, ich würde gerne direkt darauf reagieren und vielleicht können wir dann ja auch gleich in die Debatte einsteigen. Also die These mit dem Kapitalismus ohne Linke ist ja nicht so originell und ist nicht mal von mir.
aber ich habe sie übernommen, weil ich sie für plausibel halte. Und es ist natürlich eine zugespitzte These, weil natürlich gibt es Linke und es gibt auch Bewegungen, die sich links definieren. Ich meine, ich zähle die Gewerkschaften dazu und uns gibt es ja Gott sei Dank auch noch. Was ich aber meinte, ist etwas, was man doch wirklich sich vor Augen halten muss, wenn man konsequent aus der Analyse heraus auf die notwendigen politischen Akteure hinschließt. Weil wenn wir so weit gehen und sagen, das, was wir gegenwärtig vergegenwärtigen, ist in wesentlichen Teilen eine kapitalismusimmanente Krise, also eine Krise, die ihre zentralen Dynamiken in den Spielregeln des Kapitalismus sind, dann ist eine situationsadäquate Linke doch vor allen Dingen auch eine, die da ansetzen möchte. Und dann muss es eine sein, die auch dezidiert kapitalismuskritisch diskutiert und die dezidiert kapitalismuskritische Strategien entwirft. Auch die gibt es. Aber die ist weit weg von Wirkungsmächtigkeit. Und das ist meine Diagnose, die ich mit dem Begriff anlege. Und ich glaube, das müssen wir uns eingestehen. Das, was wir gegenwärtig haben, auch in den anderen Parteien, tendiert gegenwärtig dazu, natürlich Stimmen des Protests zu äußern, Gott sei Dank, ohne das wäre es ja wirklich tröge und trostlos. Aber was wir gerade erleben, ist, dass der Kapitalismus bereits seine Absorptionsmaschinerie anschmeißt. Ja, und genau das, was es eben nicht an wirklich an die Grundfeste der kapitalistischen Logik herangehende Kritik aufnimmt. Was wir gegenwärtig erleben, ist eine Offensive in Richtung eines grünen Kapitalismus, der in weiten Bereichen das, was in der Öffentlichkeit an Kritik vorgewöhnt, abfängt, aber der, das wird wahrscheinlich unsere gemeinsame Prognose sein, die Probleme nicht wird lösen können. Und deswegen will ich mit diesem Begriff einfach nur den Finger in die Wunde legen, dass wir etwas genauer darüber nachdenken müssen, was das denn bedeutet. Und ich teile die Auffassung von Klaus, dass wir mit der Frage des Wachstums an einem ganz wesentlichen Punkt sind. Aber auch da sieht man, dass eine systemkritische Linke nicht besonders weit gekommen ist in der Wachstumskritik bisher. Da würde ich vielleicht wieder was ergänzen wollen. Zwei Punkte dazu. Ich finde, du hast die Fridays for Futures oder die Klimabewegung als solche angesprochen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und eine wichtige Ergänzung. Und ich gebe dir recht, die Pandemie hat das ein bisschen die Stopptaste hineingeschmissen. Das heißt ja nicht, dass die Leute verschwunden sind. Das merkt man jetzt auch wieder mit September, gab es zumindest in Österreich, auch in Deutschland Klimaproteste. Also sie waren ja wieder auf der Straße, knüpfen an, wo sie Corona-bedingt etwas liegen gelassen haben. Aber in der Auseinandersetzung mit zum Beispiel den Leuten, die das Klimavolksbegehren in Österreich getragen haben, war sehr schnell klar, dass die ganz grundlegende Frage, wie gestalten wir denn das, wenn wir auf kapitalistische Wirkmechanismen nicht mehr setzen können, Stichwort Wachstumsproblematik hier, da kommt dann wenig. Das ist auch kein Problem, das sind 17, 18, 19-Jährige, da erwarte ich mir jetzt keine Gesellschaftstheorie oder eine Wirtschaftstheorie, wo man sagt, du hast es jetzt noch nicht gelöst, dann darfst du nicht dazu sprechen, das ist nicht mein Punkt. Aber die wichtigste oder eine der wichtigsten Forderungen war, wir müssen irgendwie Klimaschutz in die Verfassung schreiben und so eine CO2-Steuer wäre auch ursuper. Beides wichtige Punkte, keine Frage, aber damit lösen wir die Klimakrise halt nicht wirklich. Beziehungsweise allein die Idee, dass wir mit einem Mittel wie einer Preispolitik etwas lösen, ist ja inhärent problematisch, wenn ich eigentlich die soziale Frage da immer mitdenken muss. Also wir erlauben damit nach wie vor mit der CO2-Steuer reichen Leuten weiterhin uns alle mit klimaschädlichem Verhalten zu schädigen und Ärmere dürfen es halt nicht mehr, weil die können es sich nicht mehr leisten. Aber das nur quasi auf der Seite. Und die zweite Überlegung in dem Kontext ist natürlich schon, was heißt das ja dann auch, du hast es vorhin angesprochen, da gibt es ein Versagen der, nennen wir es mal, der vierten Säule der Demokratie, da gibt es ja auch ein mediales Versagen. Warum ist die Klimakrise in ihrer Wucht und in ihrer Auswirkung und in ihrer Dramatik nicht permanent Hauptabendprogramm? Warum ist das nicht andauernd in der Tagesschau? Wieso ist das nicht jedes Mal in der ZIP2 oder im Mittagsjournal? Also diese Ungleichzeitigkeit der Auswirkungen der Krise und des Behandelns dieser Krise, da liegt ja auch was drin, was die Dinge so verzögert, so verschleppt, so vermeintlich gar nicht so dramatisch macht und uns allen ein bisschen ein falsches Gefühl der Sicherheit gibt. Na, da haben wir jetzt ökosoziale Steuerreform in Österreich, na bitte, erledigt. Das ist meine größte Sorge, dass das ja auch den Druck der Straße, der ja, wie du richtig sagst, da ist, besänftigt und quasi erledigt. Da sind wir mittendrin in der Absorption, die du angesprochen hast. Und wenn das verloren geht, dann bleibt halt gar nichts mehr über, um die Dinge anzuschieben und in die richtige Richtung zu schieben. Also ich würde, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, den Ball mit dem Versagen der Öffentlichkeit nochmal aufgreifen. Aus meiner Sicht müsste man den Habermas'schen Strukturwandel der Öffentlichkeit neu schreiben. Der Habermas hat so in den Anfang der 1990er Jahre mal ein Vorwort geschrieben zu seinem Strukturwandel der Öffentlichkeit
wo er ein paar analytische Fehler einräumt. Zum Beispiel hat er keine Kategorien für Suböffentlichkeiten. Ja. Suböffentlichkeiten sind solche, die aus den bürgerlichen Öffentlichkeiten ausgegrenzt werden oder die sozusagen qua Klassenmacht in solchen, zum Beispiel Klassenmacht, an solchen Einfluss gewinnen, dass sie die regulative Kraft der bürgerlichen Öffentlichkeit außer Kraft gesetzt wird. Ne? Und das, was wir jetzt erleben, ist aus meiner Sicht, dass wir einen dramatischen Verlust der regulativen Kraft bürgerlicher Öffentlichkeit haben. Also der Bernie Sanders hat das für seine Wahlkämpfe vor Präsidentschaftswahlkämpfe so beschrieben. Je näher die Themen der in Anführungszeichen einfachen Leute waren und je näher sie sozusagen an den Krisen dran waren, wie dem Klimawandel, desto uninteressanter wurde das für die Medien. Und stattdessen war alle seine Beziehung zu Hillary Clinton, ja, und all diese Geschichten, die wurden zum Thema. Und wenn man das anschaut, wie der deutsche Wahlkampf gelaufen ist, genau so, ja, also irre, nicht? Und meines Erachtens ist die erste Konsequenz, die man daraus ziehen muss, für linke progressive Politik, dass man sich auf die regulierenden bürgerlichen Öffentlichkeiten, die sogenannten Leitmedien und alles, was da inzwischen zugehört, zum Beispiel die Wahlprognosen, dass man sich darauf nicht so verlassen darf, dass man darauf Strategie gründet. Und das zeigen uns ausgerechnet die Rechtspopulisten, ja. Also die AfD ist in Deutschland in den Medien völlig unbeliebt. Da gibt es niemand, also wo man sagen könnte, außer bei der Bild-Zeitung in ihren Medien, dass die AfD beliebt wäre. Trotzdem kommt sie dauernd vor. Und warum? Weil sie permanent provoziert, aber die eigentlichen Medien sind ihre eigenen Submedien. Ja? Außerhalb der bürgerlichen Öffentlichkeit. Nicht? Und damit haben sie es immerhin geschafft, trotz der Wahlverluste, eine Stammwählerschaft zu stabilisieren, die in Thüringen, ausgerechnet in Thüringen, bei 24% liegt. Ne? Jetzt dürfen wir nicht das machen, was die AfD macht, also die Zerstörung von Vernunft betreiben. Das ist ja das, was bei denen drinsteckt. Aber dass man sozusagen mehr Mut entwickelt, eigene Öffentlichkeiten zu bilden, die zu vernetzen, Politik so zu machen, dass soziale Beziehungen eine Rolle spielen, authentische soziale Beziehungen, dass man darüber kommuniziert, dass die Erfahrung von Solidarität ermöglicht wird und so weiter und so weiter. Also da hängt ja viel dran. Ich glaube, das sollte man tun und dann könnte man sich auch solche Fehler ersparen wie Albrecht von Lucke, Chefredakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vor einem Jahr hat er geschrieben, Mission Impossible Olaf Scholz, was kommt, ist schwarz-grün. Und er hat es so verkündet, keinen Widerspruch duldend, genau das wird passieren. Ja? Was ist davon geblieben? Ja? Der hat vorgerechnet, die SPD hat bei der Kaufprämie nicht mitgemacht, ja? Verprellt ihre letzte Stammklientel, nicht? Und geht den Bach runter. Und was ist passiert? Ich würde behaupten, Olaf Scholz ist auch deshalb gewählt worden, weil die in diesem Punkt hart geblieben sind und nicht umgefallen sind. Ja? Deshalb ist der für viele wählbar geworden. Aber mein entscheidender Punkt ist, also eine Strategiebildung muss bezogen sein auf die Ziele, die man verfolgt. Und da braucht man sozusagen ein authentisches Politikmodell, wie zum Beispiel diese chilenische Bewegung für die verfassungsgebende Versammlung. Das würde ich als so einen Ansatz sehen für eine Bewegung mit politischer Repräsentation, wo klar ist, wir wirken auf politische Kräfteverhältnisse ein, aber es gibt Dinge, die wir auch nicht machen. Ja, so würde ich etwa argumentieren. Auch da würde ich gerne noch mal was Kommentierendes hinzusagen. Ich teile die Analyse, dass die Medien mit Sicherheit ein Krisenherd in dieser großen Krise sind. Ich würde aber das Phänomen etwas anders beschreiben. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Thematik nicht präsent ist in den Medien. Also in der Zeit, als die Katastrophe an der A passiert ist oder als die Wälder in Südeuropa gebrannt haben oder andere Sachen, war das eigentlich meiner Auffassung nach, meiner Wahrnehmung nach, jeden Tag in den Medien, von vorne bis hinten. Die Frage ist, wie es berichtet wird, ja, und welche Konnotation dazu kommt. Und das war meiner Auffassung nach das Problem. Das war nämlich schon so häufig und so banalisierend und so Spektakel ohne Inhalt, dass selbst ich in mir gespürt habe, dass ich keine Lust mehr habe, mir das nochmal anzuhören, weil nichts an analytischen Erkenntnissen transportiert wurde. Und wenn es eine Subbotschaft gab, dann war es die, wir müssen verzichten, sonst wird das immer schlimmer. Und deswegen würde ich vermuten,
dass man da noch mal genauer hinschauen muss. Und ich glaube, wenn man jetzt mal die Habermasche Hoffnung auf diese Kraft der Öffentlichkeit als Korrektiv in der demokratischen Meinungsbildung nimmt, dann ist es der zwanglose Zwang des guten Arguments, der überschätzt worden ist. Das funktioniert nicht, sondern scheinbar hat das Mediensystem, jetzt bin ich kein Systemtheoretiker, aber jetzt wirklich mal systemtheoretisch gedacht, scheinbar hat das Mediensystem eigene Regeln entwickelt, die dazu führen, dass das, was spektakulär ist das, was, also nicht only bad news sind good news, sondern das Spektakel ist das Entscheidende. Und da muss man jetzt doch wirklich darüber nachdenken, gibt es zwei Möglichkeiten. Kriegen wir das hin, das in Ordnung zu bringen, ja, und diese Art von Medien neu zu strukturieren? Oder müssen wir wirklich die Konsequenz rausziehen, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert und man die technischen Möglichkeiten nutzen muss, um andere Kommunikationskanäle zu eröffnen? Und da ist zum Beispiel in der Tat leider die Rechte mitunter weiter. Wir führen die Diskussion auch in den Gewerkschaften. Ja, ob es wirklich sinnvoll ist, darum zu kämpfen, bei jeder Talkshow dabei zu sein oder ob wir nicht eigene Medien haben. Und ich glaube, in die Richtung kann man das Ganze dann weiter diskutieren. Mit dem Punkt kann ich viel anfangen. Nicht zuletzt deshalb hat ja das Momentum-Institut von Beginn an gesagt, wir müssen eigene Kanäle aufbauen. Es braucht ein Online-Magazin. Es hilft nichts, die Wirtschaftsliberalen in den etablierten, traditionellen Medien herauszufordern. Das machen wir auch. Sondern es braucht auch eigene Kanäle, die Möglichkeit, Menschen selbst zu erreichen und eben nicht abhängig zu sein davon, dass dich irgendjemand anruft und in die Talkshow einlädt. Das ist ganz klar. Gleichzeitig bin ich gar nicht so überzeugt oder so optimistisch eingestellt zur Frage, ob wir die Medien grundlegend da auch so gut reformieren können. Da würde ich schon gleich mal fragen, wer sind wir? Die gehören uns ja gar nicht. Also die Eigentumsverhältnisse sind in Deutschland ein bisschen diverser als in Österreich, aber in Österreich ist es in Wirklichkeit eine Handvoll sehr reicher Menschen und die besitzen eine kleine Handvoll an Zeitungen, die eine extreme Reichweite haben. Und wenn sie besonders reich sind, haben sie in Österreich auch schon Fernsehsender gegründet oder die Kronenzeitung gekauft oder so. Also da ist die Wir-Gruppe, würde ich da mal hinterfragen. Das ist die eine Sache und da kommt jetzt sicher noch eine zusätzliche österreichische Perspektive hinein. Wir haben gerade in den letzten zwei Wochen ziemlich deutlich vor Augen geführt bekommen, dass die Frage der Unabhängigkeit von Medien, also mit der ist es nicht weit her in Österreich, offensichtlich ist es gang und gäbe, dass man mit frisierten Umfragen positive Berichterstattung kaufen kann. Und selbst wenn man so tut, als würde das nur diese eine Zeitung betreffen, Zeitung muss man unter Anführungszeichen setzen, diese eine Zeitung betreffen, ist auch klar, dass ja viele andere Zeitungen das einerseits aufgegriffen haben und fast schlimmer noch, alle in der Branche davon Bescheid wussten. Keiner hat was gesagt, sondern hat zum Teil sogar noch die ÖVP-Politiker davor gewarnt, dass da was kommen könnte. Also da sprechen wir auch von einer strukturellen Abhängigkeit, die aus demokratiepolitischer Sicht eigentlich ein Irrsinn ist und wo auch, das ist jetzt schon mein letzter Punkt zur Krise der Medien, meine große Sorge ist, dass wir darüber hinweggehen, als wäre nichts gewesen. Und ein schöner Moment, wo ich mir das gedacht habe, war am Sonntag in der Pressestunde, da sitzen die Chefredakteure, die zum Teil alle in diesen Chats vorkommen, diesen Bundeskanzler-Chats, und geben sich gegenseitig Absolution mit, nein, bei uns ist alles in Ordnung, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Und das wird aber im Öffentlich-Rechtlichen dann ausgestrahlt. Also eine strukturelle Neuaufstellung der Medienlandschaft in Österreich ist nicht zu erwarten, selbst in dieser fundamentalen Krise nicht, wo klar ist, es ist strukturell so ein Medienversagen, das hat die Republik noch nicht gesehen. Wir werden in 4 Wochen wieder über was anderes reden. Kann Sebastian Kurz zurückkommen? Wie heißt sein Baby? All diese Dinge. Also vielleicht noch mal kurz zu diesem Punkt und zu Hans-Jürgen. Natürlich wird über alles berichtet. Man kann auch überhaupt nicht sagen, dass auch kritische Themen nicht vorkämen. Du kannst, wenn du die richtigen Sendungen findest, das philosophische Radio macht eine 45-Minuten-Sendung über die Utopie des Sozialismus. Ja? Das gibt's alles. Nur wie sozusagen die politischen Hauptereignisse verhandelt werden und in den Talkshows zerlegt werden. Ja, das ist eine Banalisierung und Theatralisierung von Politik, so hat es der Kollege Mayer schon vor Jahren genannt, ja, die eigentlich mit
Kapitalismus das in Wirklichkeit auch wieder absorbiert, Land nimmt oder wie auch immer und dann zum Green Capitalism wird, aber die Lösung quasi nicht gegeben ist. Das nimmt aber auch Formen tatsächlich. Die AfD ist vorhin kurz gefallen. Es gab große Corona-Proteste und so weiter und so fort. Also es nimmt einfach auch ja alles andere als progressive, sondern eher regressive und reaktionäre Formen in Teilen an. Und das ist auch etwas, was medial sehr, sehr breit in Teilen gestreut wird oder eben auch nicht. Ich glaube, man kann diese Krise der Öffentlichkeit auch ganz, ganz gut erkennen, die hier von euch von verschiedensten Perspektiven aus diskutiert worden ist. Eine Krise der Medien, die wirklich auch in Österreich kaum sichtbarer, glaube ich, als aktuell sein könnte mit all dem, was da rausgekommen ist. Nämlich wirklich auch dieses, was kann man noch überhaupt glauben? Man liest Statistiken und denkt, harte Zahlen. Man weiß eh, wenn man Soziologin ist, weiß man, traue nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber damit habe ich trotzdem nicht gerechnet. Aber wir haben gesehen, das ist trotzdem auch nicht alles nur eine Krise, sondern es könnte auch, also dann würden wir hier heute alle sehr traurig auch gemeinsam sitzen und wahrscheinlich weiß ich gar nicht, ob wir uns aufraffen hätten können für eine Veranstaltung wie die heutige und wo wir uns diesen Fragen stellen. Sondern es gibt ja auch von euch allen, ihr seid ja Protagonistin quasi eigentlich in drei Ansätzen, die uns sehr, sehr wohl auch eine Perspektive bieten können. Und ihr habt ja auch quasi, seid ja auch hier aktiv unterwegs. Und dann würde ich euch nochmal nämlich tatsächlich bitten, auch hierfür, es hat jetzt eh auch schon immer wieder angeklungen, die Gegenbewegung und warum macht man was, dass ihr da nochmal genauer drauf eingeht, was eure Perspektiven in Richtung vielleicht von der Transformation oder Reform des Kapitalismus geht. Bei den Themen, auf die wir alle keine Antwort haben, fange ich immer an. Na gut. Jetzt muss ich aber alles, was ich gleichzeitig sagen wollte, erstmal ordnen. Ich fange vielleicht mal bei einem Punkt an. Also genauso wie ich versucht habe, um uns selbst gegenüber ehrlich zu sein, darauf aufmerksam zu machen, dass diejenigen, die sich jetzt wirklich als systemtransformative Linke definieren, weit weg sind von Wirkungsmächtigkeit. Genauso muss man natürlich sagen, dass es nicht nichts gibt. Und wenn ich eine Frage, von der ich glaube, dass sie neu diskutiert werden muss im Bereich der Strategie, bevor ich dann vielleicht etwas zu der Idee der Mosaiklinken kommen, nochmal rausnehmen darf und anzuknüpfen an dem, was wir diskutiert haben, dann glaube ich, wird das unter anderem Folgende sein. Wenn das so ist, dass wir mit dieser Geschwindigkeit auf die ökologische Katastrophe zusteuern, und wenn das so ist, dass das mit den Auswüchsen des, mal kurz gefasst, kapitalistischen Akkumulationsmodells zu tun hat, dann werden wir sogar auch froh sein müssen über diejenigen, die nicht Systemtransformation hinbekommen, sondern die den Kapitalismus dazu zwingen, grüner zu werden. Weil die These ist, dass wir das Thema von grundlegendem Systemwechsel und Reformen wieder einmal neu diskutieren müssen und vor allen Dingen diskutieren müssen unter dem Zeitdruck, dem wir stehen, dass wir eine Art, ich weiß nicht, komprimierten oder beschleunigten oder wie auch immer man diesen Reformismus nennen muss, radikal wird er sein müssen, aber er wird vor allen Dingen schnell wirken müssen. Ja, diese alte Idee, die auch in der Linken immer sehr, sehr, sehr gut überlebt hat. Wenn man selber schwach ist, dann zieht man sich zurück und dann verlässt man sich auf die subversive Kraft der guten Idee. Und die wird dann schon die Hegemonie zersetzen, die uns dann bessere Möglichkeiten bildet und dann kommen die Kämpfe. Und dafür haben wir keine Zeit. Also wird man darüber nachdenken müssen, wie ist diese schöne Metapher immer gewesen, wie man den Tiger reiten kann, ohne gefressen zu werden. Das heißt, wie man wirklich auch alle Möglichkeiten innerhalb der kapitalistischen Akkumulation nutzt, um die Emissionen zu reduzieren, wohl wissend, dass das nicht die endgültige Lösung sein kann. Und das ist ein mitunter sehr riskantes Geschäft, weil man dann ganz schnell auch auf einmal auf der Seite von Greenwashing steht. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Umstellung von fossil angetriebenen Automobilen hin zur E-Mobilität ein unverzichtbarer Bestandteil, vor allen Dingen global, vor allen Dingen für die Megacities im globalen Süden ist. Es geht gar nicht anders. Sonst wird überhaupt keine Möglichkeit bestehen, die Emissionen im Bereich des Verkehrs so schnell zu reduzieren. Was wir jetzt aber erleben ist, das läuft ganz gut und der Rest bleibt. Ja? Wenn aber nur der Antriebsmodus ausgetauscht wird, ja,
dann ist das noch nicht mal ein Stück in Richtung wirklich Greenwashing. Und das Problem, das jetzt zu bewältigen ist, ist, wie windet man die Kraft auf, um das eine hinzukriegen und gleichzeitig das andere zu verhindern. Und das, was man an dem Beispiel zeigen kann, das wird man an vielen anderen Beispielen auch zeigen können. Das heißt, an der Stelle müssen wir auch neu darüber nachdenken, ob die beliebten Kontroversen, die wir so haben, nicht ein bisschen anders gestellt werden müssen. Weil wenn was dran ist an dem Tempo, mit dem wir die Sachen verändern müssen, dann wird man alle Möglichkeiten nutzen müssen, ob innerhalb oder außerhalb des Systems. Und ich weiß nicht, ob das schon wirklich realisiert ist in den Strategien. Zumindest habe ich den Eindruck, dass die Linke sich nach wie vor unproduktive Debatten leistet, die auf diesen Zeitdruck nicht reagieren. Da muss ich jetzt halt, kann ich nicht anders. Wie fange ich an? Ich muss jetzt auch mal ein bisschen sortieren. Also ich würde zunächst mal Folgendes behaupten. Ich bin mir aber sicher, dass ich damit mit Hans-Jürgen und sich vielleicht auch mit Barbara völlig einer Meinung bin. Das, was wir brauchen, ist eine soziale und ökologische Nachhaltigkeitsrevolution. Das ist zunächst eine in den Produktivkräften, zu denen ich sozusagen die Arbeitskraft als Hauptproduktivkraft zähle. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe ja ein bisschen was von Brigitte Eulenbacher und den Feministinnen gelernt. Der Arbeitsbegriff, der dann zugrunde gelegt werden muss, darf nicht mehr der alte sein, der nur auf Lohn- und Erwerbsarbeit fixiert ist, sondern es muss sozusagen ein umfassender Begriff von Arbeitstätigkeit sein, der die Gesamtheit der Arbeitsvermögen umfasst, die sozusagen die sorgenden, erziehenden und so weiter Tätigkeiten ebenso beinhaltet wie die zweckfreien Tätigkeiten, weil die Konsumenten auch Einfluss nehmen aufs Klima und so weiter und so weiter. So, das heißt, wir brauchen eine Wertediskussion, nicht im Sinne von moralischen Werten, sondern von was ist, warum, was wert in einer Gesellschaft, was da produziert wird. Und ich bin der Meinung, dass wir sozusagen eine Idee von Arbeit als lebensspendendem Prozess entwickeln müssen. In den Exzerptheften von Marx findet man das auch schon. Also den und auch sozusagen eine Vorstellung von dem, was Ariel Salé und andere metabolischen Wert nennen. Also ein Wert, der sich speist aus der Gesamtheit dieser Tätigkeiten. Wenn man das zugrunde legt, dann ist klar, dass eine Nachhaltigkeitsrevolution innerhalb dessen, was man als Kapitalismus begreift, der auf Expansion angewiesen ist, also auf permanente Landnahmen, ist ein expansives System. Kapitalismus muss expandieren, um zu existieren und untergräbt dabei das, was er sozusagen zur eigenen Reproduktion benötigt, führt aber nicht zum Untergang, weil es die Selbststabilisierungsmechanismen evolutionär fortentwickeln. Das Problem ist nur, dass jetzt die Selbststabilisierungsmechanismen destruiert werden, von den organisierten Arbeitsbeziehungen bis zum Kreditsystem. So, wenn das eine richtige Diagnose ist, ist eine Nachhaltigkeitsrevolution unter kapitalistischen Bedingungen nicht möglich. Letztendlich nicht möglich. Das aber bedeutet, dass man sozusagen eine Vorstellung entwickeln muss, aus meiner Sicht, einer nicht kapitalistischen, und ich bleibe dabei, nachhaltig sozialistischen Gesellschaft, bleibe beim Sozialismusbegriff, aus vielerlei Gründen, ich führe das jetzt nicht aus. Es kann aber nicht mehr gelten, das Bilderverbot der kritischen Theorie, und es kann nicht mehr gelten, die alte Marx-Engels-Idee, wir kritisieren, analysieren und kritisieren damit auch den Kapitalismus, und was dann später passieren wird, das überlassen wir mal denen, die die Revolution machen. Das geht nicht mehr. Unter den Bedingungen der Zangenkrise und des Zusammenbruchs des sogenannten real existierenden Sozialismus und der Pervertierung von anderen Formen des Sozialismus, die noch existieren, aber auch der sozusagen Auslaugung der Sozialdemokratie als Reform innerhalb des Kapitalismus. So, wenn das so ist, würde eine wichtige Aufgabe jetzt darin bestehen, tatsächlich genauer, den Leuten genauer zu sagen, welche Art von besserer Gesellschaft man eigentlich will. Wie die aussehen soll, was die beinhalten soll. Das ist schon deshalb nötig, um den Leuten die Angst vor Veränderung zu nehmen. Ja, das ist ja verrückt. Also alle haben Angst vor der Transformation. Die ist aber schon im Gange. Ja? Und warum kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass Transformation was Positives ist?
Chancen beinhaltet, Chancen auf ein besseres Leben. Dazu braucht man das. Ja? Deshalb habe ich, also mein Buch habe ich angefangen mit einem fiktiven Blick aus 2035 auf das Schicksalsjahr 2021, nicht? Und auf den Autobahnen fahren keine PKWs mehr, sondern nur noch Flexibusse mit Tempo 100, getrieben von grünem Wasserstoff. Die großen Unternehmen sind Mitarbeitergesellschaften geworden. Es gibt Planung. Die Gesellschaft ist aber völlig viel individualisierter als früher, weil bestimmte Grundstandards öffentlich gewährleistet werden und so weiter. Nicht? Das kommt überall unheimlich gut an, wo ich das vortrage. Weil man das Gefühl hat, dass die Leute nach einer Antwort auf die Frage suchen, die der Andreas Reckwitz formuliert hat. Können Gesellschaften weiter existieren, die nur aus der Dystopie schöpfen? Das geht nicht mal für den Kapitalismus. Ja, das ist das Interessante. So, das würde ich als erstes sagen. Und dann wäre ich aber im nächsten Schritt, jetzt würde Hans-Jürgen fragen, wie kommst du denn dahin? Ich würde sagen, die utopischen Kräfte muss man jetzt erstmal entfalten. Ja, die muss man wachrufen und die gibt es an vielen Stellen in der Gesellschaft. Würde behaupten, da gibt es viel mehr Veränderungen, die schon im Gange ist, als wir sie häufig wahrnehmen, könnt ihr jetzt auch viele Beispiele sagen. So, wie kommt man dahin? Und da würde ich jetzt aber sagen, da würde ich dem Hans-Jürgen zustimmen, es gibt nicht die eine Strategie, die zu irgendeinem fiktiven Endziel führt. Sozialismus muss heute ein graduelles Konzept sein. Das heißt, sozialistische Politik, nachhaltig sozialistische Politik muss heute was bewirken. Und das heißt, das schließt ein, dass man sozusagen kleinste Schritte in Richtung soziale und ökologische Nachhaltigkeit, wenn sie richtig sind, begrüßen und fördern muss. Also, mach's konkret. Vielleicht führt kein Weg an der CO2-Steuer vorbei. Wir wissen, die reicht nicht. Dann sagen wir aber mindestens mal, es muss ein sozialer Ausgleich her. Ja? Und dann weiß ich aber immer noch, eine CO2-Steuer und sozialer Ausgleich wird hinten und vorne nicht reichen. Sehen wir in der Schweiz, nicht? Brauchen wir gar nicht auf die Gelbwesten. Sehen wir in der Schweiz im Juni fast unbemerkt von unserer Öffentlichkeit, gab es eine Volksabstimmung zu einer Gesetzesvorlage, die vor allen Dingen darin bestand, marktkonforme Mittel, Emissionshandel und so weiter zu institutionalisieren. Die haben ja eine CO2-Steuer und auch einen sozialen Ausgleich. Die Regierung war dafür, die Umweltverbände waren dafür, große Teile der Linken waren dafür und 51% haben sie abgelehnt. Mehr als 51%. So, große Krise. Beat Ringer von den Grünen, einer meiner besten Freunde, mit denen ich immer diskutiere, völlig ratlos, was machen wir jetzt eigentlich? Ja? So, und das wirft die Frage auf, wie macht man eigentlich Klimaschutz für die 99%? So, und dann wird man feststellen, wenn die Frage aufgeworfen ist, der Klimaschutz beinhaltet ein soziales Gerechtigkeitsproblem, weil die am meisten verdienen und am meisten konsumieren, auch die Emissionstreiber sind. Ja, trotz der Reduktion von Emissionen in den letzten 25 Jahren in der Europäischen Union hat das beim obersten 1% 5% zugenommen mit den Emissionen. Und die Reduktionen sind ausschließlich von den kleinen und mittleren Portemonnaies erbracht worden und teils unter Zwang. Und die Frage ist, warum wird das eigentlich nirgendwo thematisiert? Warum macht das die Linke, machen das die Gewerkschaften nicht zu einer kardinalen Frage? Ja? Damit ist auch völlig klar, dass das ökologische Austerität den Gürtel Engelschnallen zu gar nichts führt, weil es bedeuten würde, dass man sich nachhaltig produzierte Güter und nachhaltig bereitgestellte Dienstleistungen gar nicht leisten kann, unten in der Gesellschaft. Ja? Und jetzt, ich habe schon wieder so lange gequasselt, aber ich will einen wichtigen Punkt dann doch sagen. In der Klimabewegung ist das zum Thema geworden. In Deutschland. Diese Leipziger Vollversammlung, die ich erwähnt habe, hat dazu geführt, da trat ein Betriebsratsvorsitzender öffentlichen Nahverkehrsbetriebe Leipzig auf, der Held der Veranstaltung wurde. Danach haben sich 25 Städten Solidaritätskomitees gebildet, die die Tarifrunde von Verdi unterstützt haben im öffentlichen Personennahverkehr, trotz der Schwierigkeiten mit Corona und so weiter. Die haben die Klimasachen eingebracht und Verdi hat diese Tarifrunde aber bewusst angelegt als eine Klimaschutzrunde. Das ist nicht überall toll gelaufen, muss man auch sagen. Ja? Gerade in Leipzig ist es gar nicht gut gelaufen, weil natürlich diese Konflikte, nicht, dass du ideologische Klimaleugner hast, die hast du auch in der Belegschaft. Ja? Aber es ist thematisiert worden.
Nicht? Und es kriegt eine enorme Dynamik, dieses Beispiel auf der Transformationskonferenz vom DGB, habe ich mit Wernicke von Verdi in einem Podium gesessen, da war das Thema gewissermaßen. Also war schon beängstigend, wie hoch das plötzlich gehängt wurde. Aber es kriegt Beispielcharakter und es passiert was. Deshalb, wenn man schon der Meinung ist, jeden kleinen Schritt zu fördern, dann muss man solche Lernprozesse sehr hoch hängen und muss ihnen auch sozusagen einen Beispielcharakter geben, weil sie das ausdrücken, was wir brauchen. Labour Turn in den Klimabewegungen aber auch Climate und Ecological Turn, bei den Akteuren, Gewerkschaften und so weiter, die stärker auf der Klassenachse agieren. Soweit vielleicht. Was soll ich da jetzt noch ergänzen? Lauter richtige Punkte, denen ich auf jeden Fall zustimmen kann. Es gibt da wahrscheinlich noch kleinere Rückfragen, war mein Eindruck. Aber das können wir vielleicht noch im Anschluss machen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir hier auch zu lange werden am Podium. Natürlich braucht es Bilder, natürlich braucht es Geschichten, natürlich braucht es das utopische Ziel, wo wollen wir überhaupt hin, und die Welt ist nachher besser, ne? Die wird nicht schlechter, sondern die soll ja eigentlich besser werden. Das ist natürlich eine Geschichte, die total wichtig ist. Gleichzeitig sehen wir, wenn wir in die soziologischen Erhebungen sehen, dass wir wahrscheinlich die erste Generation, möglicherweise die zweite Generation sind, wo die Eltern glauben, ihre Kinder werden es mal nicht mehr besser haben, ne? Also der Bedarf ist da, die Sehnsucht sicherlich auch, gleichzeitig Realität ist es noch nicht. Eltern fürchten eigentlich ihre Kinder, wenn es mal schlechter haben, und man kann ihnen das ja nicht mal verdenken. Also da den Schalter umzulegen, braucht enorme Anstrengungen, wäre mein Eindruck. Und ich glaube, was hier nicht passieren darf, und da sind wir mittendrin in der Debatte, die du gerade angesprochen hast, der ökologische Gürtel enger schnallen, das Mantra, das wir immer wieder hören, wo ja auch durchaus von der Gegenseite bewusst seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten genau dieser Frame ja auch angeschoben wird, die grüne Verbotspartei und so. Das ist ja tatsächlich kein Zufall, dass das ja auch in dieser Debatte, die da öffentlich aufgespannt ist, extremen Druck, totale Kraft braucht, aus diesem Frame überhaupt wieder rauszukommen. Dieses Verzichtsmantra ist extrem mächtig und wird andauernd bedient. Das ist auch etwas, das wir in unserer Arbeit sehr stark merken. Was es aber, glaube ich, als letzter Punkt hier auch noch braucht, und das finde ich in progressiven Zusammenhängen, wird darüber muss man nicht philosophieren, sondern das muss man ein bisschen haben, ist Optimismus, Freude, Spaß. Das hört sich total banal an, aber tatsächlich glaube ich, dass wir nur so durchhalten. Sonst kannst du dich sowieso gleich hinlegen und sterben. Also die Frage von, habe ich Spaß an dieser extrem harten, anstrengenden Diskursarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, inhaltlich-theoretischen Arbeit, egal wo man auch steht und geht, um zu schieben, das ist, glaube ich, entscheidend für die Frage von, halten wir das durch auf lange Sicht? Werden wir nicht zum Zyniker, zur Zynikerin, hören wir nicht auf, weiterzumachen? Also dieses Weiterpushen geht nur, wenn es einem Spaß macht. In dem Sinne müssen wir uns Sisyphus vielleicht als glückliche Menschen vorstellen. Oder dem alten Gramsci folgen mit dem Pessimismus des Verstandes und dem Optimismus des Willens. Also ich kann das alles, auch was Klaus gesagt hat, da gibt es jetzt gar keinen wirklichen Dissens. Ich will auf eine Facette vielleicht aus einer anderen Perspektive blicken. Ich glaube, was nicht mehr das Problem ist, was es bis vor ein paar Jahren noch war, das ist sozusagen, wie es immer so schön formuliert wird, die ökologische und die soziale Frage zusammenzudenken. Ich glaube, da sind wir zumindest sehr weit vorangekommen, auf allen Seiten. Ja? Also wir haben viele Veranstaltungen, auch als IG Metall, bis hin gemeinsam zum Vorstand, aber vor allen Dingen vor Ort, zum Beispiel mit Fridays. Und das ist grandios. Keiner von den jungen Menschen hat bisher die soziale Frage, wenn die auftreten, irgendwie gering geschätzt oder vergessen. Das haben die drauf. Und ich würde für meine Kollegen Betriebsräte in der Automobilindustrie und anderen Bereichen auch in Anspruch nehmen, dass die die Brisanz der ökologischen Frage auch kapiert haben. Der Punkt ist jetzt, wie kriegen wir das zusammen, dass es wirklich motivierend und nach vorne geht? Und vielleicht hat uns da die Wahl in Deutschland einen kleinen Hinweis gegeben. Der Olaf Scholz, wo man sich ja wirklich manchmal fragt, warum ein Mensch mit diesem Auftritt jetzt wirklich dann so gut rüberkommt, hat gepunktet durch Sozialpolitikfragen. Ja, während andere von der Ökologiefrage geredet hat, hat er gesagt, wir werden die Regelaltersgrenze bei der Rente nicht anheben und wir werden die Rente nicht kürzen. Das hat auch nach Auswertungen, die es im Nachhinein gab, gepunktet. So. Das heißt, die soziale Frage war eine der wesentlichen Fragen bei der Wahl, aber sie war eingebettet in eine strukturkonservative Erzählung. Wir lassen es so, wie es ist. Die Zustimmung zu wir lassen es so, wie es ist, bedeutet nicht, dass die Menschen mit dem Status quo zufrieden sind.
Sie bedeutet, dass sie misstrauisch sind, ob es besser wird, wenn es anders wird. Und wenn man davon ausgeht, dann muss man vielleicht darüber nachdenken, ob der so geliebte Slogan, den es in den Parteien ja immer gibt, wir sagen Sicherheit im Wandel, nicht zumindest so abgeändert werden muss, dass es heißt, Sicherheit gibt es nur durch den Wandel. Das heißt, man muss zum Beispiel, wenn die Arbeitsplatzangst in der Automobilindustrie stattfindet, darüber diskutieren, dass die Kausalität eine andere ist. Du verlierst nicht den Arbeitsplatz, wenn zu viele grüne Autos produziert werden, sondern du verlierst den Arbeitsplatz, wenn nicht verstanden wird, dass die Automobilindustrie den Stellenwert nicht mehr haben kann, den sie bisher hatte, und die Produkte, die du bisher produziert hast, nicht mehr akzeptabel sind, weil sie einfach nicht ökologieverträglich sind. Und nur wenn eine neue Rolle der Automobilindustrie in einem nachhaltigen Verkehrskonzept definiert werden kann und nur wenn das, was produziert wird, ökologisch verträglich ist, nur dann gibt es Sicherheit im Sinne von Arbeitsplatz. Ich glaube, diesen Dreh, den haben wir bisher analytisch, da spreche ich jetzt mal für die Gewerkschaften, nicht genügend hinbekommen. Es gibt in der Zwangssituation, wenn die Menschen wählen müssen, zwischen Zukunftsangst und der Angst vor sozialem Absturz oder der Zustimmung zu einer ökologischen Verbesserung auch ihrer unmittelbaren Arbeit oder ihrer Situation, dann immer noch den Rückwärtsreflex, dass man sagt, ich weiß nicht, was draus wird, ob es sich überhaupt lohnt, dann bleibe ich doch lieber bei dem, was ich habe. Und das könnte vielleicht ein Punkt sein, an dem wir weiter diskutieren sollten. Da stimme ich total zu. Gleichzeitig glaube ich, dass das nicht immer und überall so sein muss. Das ist ja auch ein recht spezifisches Phänomen. Ich gebe ein Beispiel. Denken wir an die Pariser Bürgermeisterin, die ja mit einem extrem grünen Programm aus einer sozialistischen Partei heraus durchaus gepunktet hat, auch einen zweiten Wahlerfolg eingefahren hat. Ob das jetzt mit der Präsidentschaft das wird, werden wir sehen, die Umfragen geben das nicht her, aber das für das Bürgermeisteramt einer riesigen europäischen Stadt hat es wohl gereicht, mit all den Konsequenzen, die es hat, wenn du sagst, okay, wir geben jetzt mal 70.000 Parkplätze aus der Innenstadt raus. Wieso ist mir das ein Anliegen? Weil ich aus Wien komme, wo wir gerade anfangen, noch eine Autobahn zu bauen, obwohl die sozialdemokratisch regiert ist, die Stadt. Also, das löst jetzt noch nicht die Frage der deutschen Automobilindustrie, das weiß ich schon. Gleichzeitig ist meine Wahrnehmung, dass gerade die organisierte Linke, wir haben heute schon darüber gesprochen, gerade auch in diesen Fragen eher nicht wirklich weit vorne ist, wenn es um die tatsächliche Umsetzung von politischen Maßnahmen geht, die tatsächlich sozialökologisch zumindest zusammenhängen. Es hat auch einen sozialökologischen Impact, wenn ich 70.000 Autos aus einer Großstadt schmeiße, weil ich damit öffentlichen Raum zugänglich mache und die Luft weniger belastet ist für Menschen, die sich eben kein Haus im Grünen leisten können, um es im ganz Kleinen mal zu diskutieren. Aber schnell. Wir machen noch auf jeden Fall eine kleine Abschlussrunde, bevor wir es fürs Publikum öffnen. Ja, ich würde gerne nochmal auf Hans-Jürgen zurückkommen und ökologische und soziale Frage. Also was sozusagen die Zielorientierung angeht, da werde ich jetzt nicht so optimistisch. Also wenn ich mir das Spektrum ökologische Bewegungen anschaue, das ist nach wie vor so bei den Teilen der Bewegung, die sozusagen Aktionen zivilen Ungehorsams präferieren, Ende Gelände und so weiter, die würden auch die Besatzung der Förderbrücke im Braunkohlebergbau noch als Feinde bezeichnen und wer Autos produziert, auch E-Autos, ist ein Gegner. Ja. So, bis in die Rosa-Luxemburg-Stiftung rein, das weißt du auch, in Deutschland hast du sozusagen Konzepte wie imperiale Lebensweise etc., die eigentlich die, sagen wir mal, dort am stärksten diskutierten sind. Und da würdest du mit so einem Satz, wir brauchen E-Mobilität, keinen Schritt weiterkommen. Ja, da bin ich übrigens auch kritisch, aber das ist ein anderer Punkt. Ne? So, und auf der Gewerkschaftsseite gibt es auch ein breites Spektrum, würde ich sagen. Also das, was ich wahrnehme, sind die NGG und Verdi in Teilen und an der Spitze. Aber es gibt natürlich auch die IG BCE beispielsweise oder es gibt Verdi-Teile. Wir untersuchen gerade bei der Deutschen Post, ich habe schon erwähnt, da ökologisiert das Management von oben und betreibt seit langer Zeit die Umwandlung eines vorher Staatsunternehmens in einen Logistikkonzern mit allen Brutalitäten, die man sich vorstellen kann. Ja, und selbst die Ökologisierung der Fahrzeugflotte bedeutet in mancherlei Hinsicht noch die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Ja. So, und wenn du da nachfragst nach dem Stellenwert der ökologischen Frage, spielt da keine große Rolle. Damit will ich sagen, das Spektrum auf Seiten der abhängig Beschäftigten ist sehr breit. Und ich glaube nicht, dass
eine Position, wie sie etwa ein Betriebsratsvorsitzender Carsten Betzold, VW Baunatal, mit 30.000 Beschäftigten in Deutschland, die im Zuge der Umstellung auf E-Mobilität etwa 8.000 Arbeitsplätze verlieren werden und der trotzdem sagt, das Geschäftsmodell ist falsch. Jedes Jahr 70.000 neue Pkw in den Markt drängen, in den Weltmarkt drängen. Das ist ein Auslaufmodell, das kann weder sozial und ökologisch nachhaltig sein. Das ist aus meiner Sicht eine Minderheitenposition gegenwärtig. Ja, und wir dürfen auch nicht übersehen, die Fülle an Zielkonflikten, die sozusagen in der Nachhaltigkeitswende angelegt sind. E-Mobilität bedeutet enormes Steigen des Strombedarfs. Woher soll der kommen? Der kann nur nachhaltig sein, wenn er aus erneuerbaren Energien kommt. Das Umstellen auf erneuerbare Energien ist aber sozusagen in Stocken geraten. In bestimmten Bereichen, etwa der Zementproduktion, ja, und Verwendung von Zement, ist überhaupt nicht zu sehen, wie man mit den gegenwärtigen Mitteln zu einer CO2-Reduktion kommen kann. Braucht es ganz andere Vorstellungen von Bauen, da müssen Städten zu senken werden und so weiter. Und das sind solch gewaltige Aufgaben, dass ich glaube, dass sie in der Mehrheitsgesellschaft noch lange nicht ins Bewusstsein getreten sind. Das ist der entscheidende Punkt. Und da würde ich dir wieder zustimmen, allein daran zu denken, wie groß der Wandel ist. Ja, selbst die FAZ schreibt ja jetzt in dem Leitartikel heute, das wird die größte Veränderung in der Lebensspanne. Ja, ich würde sagen, denken wir lieber mal an die erste industrielle Revolution. Das ist das Kaliber, was da ansteht. Ja? So, und das vor Augen, das löst natürlich Ängste aus. Das ist ganz klar. Und ich denke, dass sowas wie eine sozial-ökologische Aufklärung nach wie vor nötig ist. Ich denke, dass es für die Leute in den Carbonbranchen Sicherheitsgarantien braucht. Das ist auch klar. Ich denke, dass man aber auch da stimme ich zu, deutlich machen muss, dass die einzigen sicheren und zukunftsträchtigen Arbeitsplätze solche sind, die sozusagen den Geboten der Nachhaltigkeitsrevolution entsprechen. Das ist ein zentraler Punkt. Ja. Und also es wäre schön, wenn die organisierte Linke sich das zu eigen machen würde. Nicht? Und gut, aber Punkt. Wollt ihr noch was sagen, bevor ich öffne fürs Publikum? Ansonsten würde ich... Das Spektrum, das Klaus Dörre aufgezeichnet hat, gibt es natürlich. Das ist gar keine Frage. Und ich würde es aber sozusagen nicht so werten, dass ich die Fortschritte, die es in den letzten Jahren gegeben hat, auf beiden Seiten übersehen würde deswegen. Und es weist uns natürlich auf einen Punkt hin. Und auch das hast du angedeutet und da bin ich völlig bei dir. Wenn man wirklich so etwas, jetzt kommen wir langsam auch zu dem Thema des Akteurs, wenn wir wirklich so etwas wie einen wirkungsmächtigen, heterogenen Akteur zusammenkriegen wollen, müssen wir uns um die internen Konflikte, die notwendigerweise auftreten. Und da wird zum Beispiel immer die Frage gestellt zu sein, wer bezahlt die Rechnung? Und da wird man einfach in die Gedanken mit einbeziehen müssen, dass es für einen Betriebsratskollegen, der für 30.000 Arbeitsplätze mitverantwortlich ist, schwieriger ist, zum radikalen Ökologen zu werden, als zu jemandem, der in einer Situation arbeitet, wo er sozusagen mit einem solchen Konzept akademische Karriere machen kann. Und das sind jetzt gar keine moralischen Vorwürfe und damit ist gar keine Schuld verteilt. Das ist einfach rationale Interessenanalyse. Und ein zweiter Punkt, ich glaube, es war der Sikard Neckel, der diese schöne Gegenüberstellung gemacht hat, der Konflikt zwischen dem Allnatura-Adel und dem Discounter-Proletariat, wo er betont hat, wo er gesagt hat, der Kampf um die akzeptierte Form der Lebensführung ist ein Punkt, den man mal weiter durchdenken muss. Nachhaltigkeit als sozialen Interessenkonflikt, nicht nur zwischen Kapital und Arbeit, sondern zwischen auch unterschiedlichen Einkommensgruppen und so weiter. Das sind die Punkte, die man dann durchdiskutieren muss. Und da sind die schwierigen Sprengsätze, die meiner Auffassung nach bisher dazu geführt haben, dass dieser Kollektivakteur, nennen wir ihn Mosaiklinke, nennen wir ihn auch immer, nicht zustande gekommen ist, weil wir das entweder nicht vernünftig analysiert haben oder weil wir mit Scheinlösungen gekommen sind, die die ganze Sache überkleistert haben und immer wenn die nächste Krise kam und wenn diese Sachen wieder beinhart sich auf die Tagesordnung gedrängelt haben, gab es dann keine vernünftigen Methoden sozusagen, die Diskrepanz, die dann entstanden ist, zu überbrücken. Und ich glaube, das führt uns jetzt so langsam in den Punkt, den man dann auch diskutieren muss, wenn man zu der Frage kommt, wie könnte der denn aussehen, der Akteur, der sozusagen das zusammenbringt und der auf jeden Fall jede Chance nutzt, die Emissionen zu reduzieren. Bis 2030 muss in Deutschland 65% CO2 eingespart werden. Und das ist dermaßen kurz
Und alle Strategien müssen durch das Nadelöhr dieser Zeitlogik. Sonst haben Sie keine große Akzeptanzchance, meiner Auffassung nach. Gut, also wir halten fest, es braucht eine Utopie. Wir müssen klar machen, quasi Sicherheit liegt auch im Wandel und das nämlich auch quasi für die Zukunft, dass eben genau dieses Gefühl Wandel geht immer mit Prekarität einher, was wird mit den zukünftigen Generationen etc., dass man diesen Prozess der Prekarisierung dem auch entgegenwirkt, der Verunsicherung, und zwar auf einer sozialen und auf einer ökologischen Ebene. Hier braucht es Gegenbewegungen, hier braucht es Gegenentwürfe, hier braucht es einen organisierenden Akteur, der quasi Alternativen schafft, dorthin führt, und hier brauchen wir ganz, ganz viele kleine Schritte auf dem Weg dorthin und haben auch schon verschiedene Beispiele gehabt, wo wir sehen können, wo das funktioniert, aber es bleibt viel zu tun, bis wir uns quasi in Richtung von einer solchen Utopie bewegen. Ich würde jetzt quasi für das anwesende Publikum auch für Fragen öffnen. Ich würde Sie bitten, Ihre Frage zu stellen. Ich wiederhole die, weil wir kein Raummikrofon haben und ansonsten man es hinten bzw. online nicht hören kann. Ja, da haben wir wegen Corona waren wir skeptisch. Deswegen würde ich Sie bitten, zu schreien. Nein, ich höre eh ganz gut. Ich wiederhole dann die Frage einfach und notiere mir das. Genau, also the floor is yours. Ich kann auch gerne zu Ihnen kommen und dann rede ich einfach ins Mikrofon. Ja, wir hatten heute Abend ja viele große Themen in Wirklichkeit. Also ich verstehe schon auch, dass Sie alle relativ erschlagen sind. Wir haben die Krise analysiert, wir haben die Medienkrise analysiert, Zukunftsperspektiven gemacht. Und genau, möchtest du noch was? Nein, Fabian, eine Sache, die mir noch einfällt, beziehungsweise die liegt mir auf der Zunge, weil du hast es gesagt und das ist was, was mich sehr umtreibt, die Frage von, wie hast du es genannt, der Discount-Proletarier versus Alnatura, dieses Sprachbild hast du da gezeichnet, und ich gebe dir total recht, dass das einen großen Raum einnimmt in der Frage von, welche Allianzen sind überhaupt möglich in der ökosozialen Frage. Gleichzeitig, also ganz ehrlich, solange irgendwer mit seinem eigenen privaten Geld sich zum Mond schießen lässt, ist mir wurscht, wo du dein Bio-Schnitzel einkaufst. Also ich finde, die Verteilungskonfliktlinie läuft eben nicht zwischen Merkur oder Billa Plus und in dem Fall Lidl, das sind jetzt österreichische Marken, sondern die Verteilungslinie läuft eigentlich ja woanders, diese Frontlinie. Und die Frage ist, wie sehr wir uns da durchaus auch ein Stück weit ablenken lassen in dieser Debatte um die Frage von, naja, aber ist das wirklich Biofleisch, was du da gerade isst? Also da würde ich mir wünschen, dass wir da auch wieder den Blick auf die große Frage stellen, nämlich wie kann es eigentlich sein, dass 1%, 40% des Vermögens halten? Da habe ich keine anderen Fragen mehr. Die stellst du eh auch, die Frage, das weiß ich eh. Ich wollte es jetzt noch mal ergänzen. Gerne, Raphael. Also bei mir ist irgendwie was aufgekommen, was vielleicht in der ganzen Diskussion, die ich wirklich sehr spannend fand, noch gar nicht so wirklich angesprochen wurde. Es geht ja doch irgendwie um Transformation. Es wurden so, Bereiche der Arbeit, der Ökologie, der Medien angesprochen. Aber vielleicht eine Sache, die noch gar nicht so stark im Fokus stand, war vielleicht auch sowas wie der Staat, also die Politik an sich. Weil das ist ja schon so auch ein Akteur, der meiner Meinung nach eine ziemlich wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, dass das schon, weil es geht ja explizit auch um politische Fragen, dass das ein großer Kernpunkt ist und ein Knackpunkt meiner Meinung nach auch so von vielen linken, sag ich mal, auch vielleicht emanzipatorischen Bewegungen, wenn man sie so darunter fassen möchte. Was ist eigentlich mit dem Staat, der doch auch in der kapitalistischen Gesellschaft eine, sag ich mal, eine fundamental zentrale Rolle spielt, der aber, sag ich mal, auch historisch in so einer linken, auch marxistischen Debatte ja eigentlich oft immer hinten runtergefallen ist. Also weil es war immer schwer, wer ist das eigentlich? Ist es der Staat, der Bourgeoisie? Ist das der Wohlfahrtsstaat? Welcher Staat ist das eigentlich? Und was machen wir mit diesem Staat eigentlich? Und müssen wir den überwinden oder was auch immer? Und ich glaube, das ist schon so vielleicht ein Punkt, der mir ein bisschen zu wenig noch diskutiert wurde, der aber, glaube ich, in dieser ganzen Debatte eigentlich alles zusammenfasst, weil alle diese Momente, sei es jetzt Arbeit, sei es Ökologie, sei es auch die Medien oder so, doch mit dem Staat auch zusammenhängen. Also wer verfügt eigentlich über was in dieser Kommunikation?
das würde mich noch interessieren. Ja, danke für die ausführliche Frage, die ich jetzt ganz kurz zusammenfasse. Diejenigen auf dem Podium haben die Frage, glaube ich, gehört vom Kollegen Deindl, und zwar nochmal, dass er betont hat, dass er in dieser ganzen Debatte über das, wie gestaltet sich Gesellschaft, wie kann man Gesellschaft oder auch den Kapitalismus transformieren, sich ja auch die Frage stellt, was ist der Staat, wie regelt der Staat Eigentum und wie wird hier eingegriffen und wem dient der Staat, wem gehört der Staat, und dass das halt eben ja auch nochmal eine ganz zentrale Frage ist, wenn wir uns mit Transformation oder Reform des Kapitalismus auseinandersetzen. Ja, danke schön. Wenn wir das jetzt nicht zum Thema gemacht hätten, hätten wir echt was versäumt, glaube ich. Das hätten wir auf keinen Fall tun dürfen. Warum? Weil ich denke, dass, also ich würde das, was jetzt politisch passiert, nicht mehr diskutieren als endlose Fortsetzung des Neoliberalismus. Der verschwindet nicht völlig, sondern das wirklich Neue ist, dass der Staat, der war nie weg, aber er kommt jetzt sozusagen in einer neuen Weise als intervenierender Akteur fort. Und zwar mindestens in drei Ausprägungen, um es kurz zu machen. Wir haben erlebt den Ausnahmestaat des Gesundheitsnotstandes, also den Staat der Pandemie, wenn man so will. Da würde ich sagen, da war vieles, was da passiert ist mit Teil-Lockdowns und Shutdowns, nötig, sage ich jetzt explizit, weil nur der Staat in der Lage ist, anders als die demokratische Zivilgesellschaft außerhalb des Staates, verbindliche Standards zu setzen. Das wurde besser oder schlechter gemacht, da kann man viel dran kritisieren. Aber es ist ein Ausnahmestaat, der Grundrechte außer Kraft setzt und der jegliche Legitimation mit dem Ende der Pandemie verliert. So, und ich würde behaupten, das relativ gute Wahlergebnis der FDP, sie hat ja nur 0,7 zugewonnen, hat auch damit zu tun, dass sie sozusagen die Rolle der kritischen Begleiterin des Corona-Staates in Deutschland, dass sie diese Rolle sehr gut gespielt hat. Ja? Neben der Digitalisierung, also wir haben es geschafft, 70-Jährige zu Internetstars zu machen, ja, war das sozusagen der Haupttreiber für die FDP und nicht der Marktradikalismus. Der hat auch eine Rolle gespielt, aber das sind die entscheidenden Punkte, nicht? Also die kritische Auseinandersetzung mit dem Corona-Staat, der zurückgedämmt werden muss, weil die Gefahr besteht, dass mit jeder neuen Katastrophe der Ausnahmestaat sich weiter verselbstständigt und zu einem autoritären Vehikel wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sozusagen der Staat als intervenierender Wirtschaftsakteur. Ja, zum zweiten Mal binnen 10 Jahren erleben wir, dass der Staat gebraucht wird, um die Wirtschaft wieder aufzupäppeln. Wenn man das allein, wenn man das den privaten Unternehmen in Rechnung stellen würde, was die sozusagen an öffentlichen Geldern bekommen, ja, dann würde man Schwierigkeiten haben, die Profitproduktion noch zu rechtfertigen. Ja, es wird aber nicht angerechnet. Aber der entscheidende Punkt ist, da passiert was, und auch da würde ich sagen, braucht es enorme Kritik, weil wenn ich das in Deutschland sehe, ich meine, bei uns in Thüringen regiert Rot-Rot-Grün als Minderheitenregierung. Ja? Seit 6 Jahren sagen wir die Krise der Auto- und Zulieferindustrie voraus. Ja? Es braucht einen Antrag der AfD, damit das im Parlament zum Thema gemacht wurde. So, und dann kam bei allen Vorschlägen, die wir gemacht haben, kam die Landesentwicklungsgesellschaft, die zusammen mit dem Wirtschaftsministerium an die 2000 Stellen hat. Und es war immer der gleiche Gesang. Der Wandel ist inkrementell, wir haben alles im Griff, wir reden mit den Geschäftsleitungen, wir brauchen nicht mal besondere Beratungsgremien, wie man sie in Österreich hat, für Betriebsräte und so weiter. Alles halb so wild. Ja? Und jetzt haben wir den Salat. Und also es fehlt schlicht in diesem Apparat, der 30 Jahre lang gelernt hat oder 40, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, dass Wirtschaft in der Wirtschaft stattfindet, an Industrie- und wirtschaftspolitischer Fantasie. Ja, selbst wenn sie Kohle haben, können sie nicht richtig intervenieren. Ja? Das heißt, die Staatsapparate haben sich zum Teil verselbstständigt. Ne? Und die dritte Staatsfunktion ist der Staat der Transformation. Und auch da muss man genau hinschauen. Also da würde ich jetzt mal umgekehrt sagen, so eine Institution wie das Umweltbundesamt in der Bundesrepublik, da ist zu jeder ökologischen Detailfrage ein Wissenspool mit ungeheurem Fachwissen. Ja? Ohne den geht Transformation gar nicht. Das heißt, wir müssen sehr genau gucken, auf welche Staatsapparate und welche Kräfteverhältnisse wir uns beziehen. Und das bedeutet aber insgesamt, dass sozusagen die
die Kritikschablone auf der Linken auch eine andere werden muss. Wir haben uns auf Marktkritik, Polanyi, nicht? Wem sage ich das hier? Polanyi-Gesellschaft, Brigitte Eulenbacher, ja? Wir haben uns auf Marktkritik konzentriert. Und jetzt in der sozusagen Gegenbewegung kommt aber der Staat in neuer Weise zurück. Und das, glaube ich, ist ein Hauptproblem auch der organisierten Linken, der Linkspartei in Deutschland gewesen, dass sie nicht in der Lage war, darauf differenziert und klug zu reagieren, sondern sozusagen immer hinterhergelaufen ist. Ne? Auch da will ich gar nicht widersprechen, aber von der anderen Seite auf das Thema blicken. Also zum einen, glaube ich, ist das ein typisches Beispiel, wo man sich nicht in den alten linken Streitereien einnisten darf. Ja? Die eine Position, ja, der Staat ist so in die Reproduktion des Kapitals verstrickt, von dem ist nichts zu erwarten, also Zivilgesellschaft, und die anderen mit einem naiven Vorstellung, wenn die Wahlen gut ausgegangen sind, dann ist der Staat unser Freund. Etwas banal, aber das ist nicht die Perspektive, die uns weiterführt. Ich bin aber trotzdem auch etwas skeptischer wie einige, die sozusagen durch die zweimal Rettung den Paradigmenwechsel in der staatlichen Politik schon diagnostizieren. Ja? Ich glaube, dass das, was wir erlebt haben, ich habe jetzt irgendwo mal bei einem Artikel, den ich für eine österreichische Zeitschrift, ich weiß gar nicht mehr genau für wen geschrieben, den Begriff des Emergency Pragmatism, also den Notfallpragmatismus. Das war Notfallpragmatismus in ganz Europa. Das ist kein reflektierter Lernprozess, der den Abschied von der Austerität beinhalten würde. Das ist sozusagen aus der Not heraus den Laden gerettet. Und in Deutschland hat man das im Wahlkampf gesehen, Olaf Scholz, der massiv Kredit aufgenommen hat, ja, jeder Austeritätspolitiker hätte ihn aufhängen müssen für diese Politik. Sie haben es gemacht, sie haben es alle mitgetragen, aber sofort kam die schwarze Null, also die Haushaltskonsolidierung, die bleibt natürlich im Grundgesetz und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man schauen, in welche Richtung, wie weit sind wir da gekommen mit der Korrektur. Wovor ich warnen würde, wäre eine Tendenz, und die hat zu tun mit dem, was der Klaus dargelegt hat, zu den berechtigten Interventionen auch in Bürgerrechte zu Zeiten der Pandemie, die jetzt zu verlängern im Interesse der ökologischen Transformation. Wir haben in der Linken ja schon auch mitunter die Debatte gehabt, jetzt sieht man ja, was alles geht. Wenn der Staat nur hart genug interveniert, können wir das jetzt nicht auch für die ökologische Transformation machen. Diese stille Neigung, ja, zu so einem ökologischen Autoritarismus, die kann auch nicht die Perspektive sein. So, eine Schlussfolgerung bei der ganzen Sache wäre auf jeden Fall, dass wenn wir über einen gesellschaftlichen, radikalen Reformakteur reden, der so etwas wie diesen komprimierten Reformismus versucht, sich auf die Fahnen zu schreiben und sich diesen ganzen Fragen stellt, von denen ich vorhin geredet habe, dann muss auf jeden Fall klar sein, dass der sich nicht in so einem naiven Anti-Etatismus einrichten kann. Dann muss auf jeden Fall klar sein, dass mitgedacht werden muss, dass es eine andere Vorstellung zu den Parteien gab, als die in der Linken sehr gepflegt wird, und dass man sie nicht aufgeben darf, dass man nach wie vor auf die Akteure setzen muss, die im Staat agieren, weil irgendwann braucht man die Gesetze, irgendwann braucht man die Haushalte und irgendwann braucht man den Staat als die einzige Instanz, die allgemeinverbindliche Entscheidungen treffen kann. Also das wäre sozusagen mein Blick auf das Thema, aber das ist unverzichtbar und das ist vollkommen richtig. Wir sind auch oft gewohnt, mit dem Blick auf die Zivilgesellschaft dieses Thema immer wieder zu vergessen. Und deswegen auch von mir vielen Dank, dass Sie das eingebracht haben. Das ist schon ganz viel gefallen. Ich mag nur noch mal den Punkt unterstreichen, den du gerade gemacht hast. Da natürlich wünscht sich keiner auch nicht im Namen der Klimakrise einen Autoritismus. Das ist gar nicht der Punkt. Gleichzeitig ist meine Wahrnehmung, dass dieser Emergency-Staat gar nicht so viel Meter gemacht hat in Fragen von Ordnungspolitik, ist by the way voll okay. Also wenn ich mir etwa die Debatte in Deutschland anschaue um das Tempolimit, das, aus österreichischer Perspektive ist es besonders absurd, wir haben das natürlich längst, aber also das ordnungspolitische Maßnahmen nicht zuletzt auch mit Blick auf, oh, aber die Bürgerrechte, schaut mal, quasi gleichgestellt werden, das ist meine große Sorge, auch diskursiv, dass dann jede Form von Ordnungspolitik sofort mit, wir haben es immer schon gesorgt, jetzt kommt der Corona-Staat etc. etc. Das merke ich insbesondere in den sozialen Netzen, das merkt man gerade von den rechten Parteien, das wird schon, also die beginnen längst auf dieser Klaviatur zu spielen, und das diskreditiert auf lange Sicht natürlich nochmal ganz besonders das, was wir so dringend bräuchten, nämlich einen Staat, der natürlich nicht nur zivilisatorische Mindeststandards setzt, sondern auch ökologische Mindeststandards. Und das ist meine große Sorge, dass uns das ein bisschen davonrutscht in den nächsten Monaten. Es gäbe theoretisch noch Fragen, wir sind aber out of time.
Ich würde machen vorschlagen, dass... Machen wir es informell im Zweiergespräch oder so. Bitte? Wir können ja noch informell ein bisschen... Genau, das wollte ich eh vorschlagen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt diejenigen, die hier anwesend sind quasi, das im Nachhinein noch bilateral klären können. Ich möchte mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dem sehr, für mich sehr dankbaren Podium bedanken, das sich quasi auch selber miteinander ins Gespräch gebracht hat, wie ich im Vorfeld auch erhofft habe. Das heißt, vielen Dank für die Zeit und fürs Anreisen nach Linz. Auch nochmal danke in Richtung von der Technik, die uns das hier heute Abend auch ermöglicht, dass nicht nur im Raum Leute zuschauen, sondern auch quasi hoffentlich in weiter Ferne. Genau. Ganz kurz noch eine letzte kleine Werbeschalte. Am 2.11. geht die Reihe weiter mit Tobias Matzner und der wird uns was über die Algorithmisierung der Gesellschaft und demokratische Gegenbewegung erzählen. Das können Sie auch online via Zoom verfolgen. Und außerdem mache ich noch mal kurz Werbung für die Polanyi-Broschüre, die Sie neben den eben schon genannten Büchern draußen erwerben können, wo Sie quasi ein paar Einblicke auch noch mal rund um die Debatten über die entfesselte Wirtschaft bekommen können, ebenso wie das Falterbuch, was sich auch mit dem Werk von Karl Polanyi auseinandersetzt. Das heißt, wir wissen, es gibt viel zu tun, wir brauchen Utopien, wir brauchen klare Perspektiven, wir brauchen aber auch Reformen sehr schnell, weil die Zeit läuft uns davon, nicht nur heute Abend, sondern auch was den sozialen und ökologischen Wandel angeht und müssen hier mit viel Optimismus weiterhin ans Werk gehen, damit wir quasi nicht frustriert werden. In diesem Sinne machen wir alle hoffentlich weiter mit guter Laune und vielen Dank ans Podium und auch ans Publikum.